Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic Book One. Wir sind hier in C4 und wollen, haben uns genau, haben uns sind beim letzten Mal auf Sea Dragons getroffen, die uns ein bisschen dolle tot gemacht haben und deswegen wollen wir mal gucken, ob wir ob die da immer sind. Das war hier, glaube ich. Okay, es war eine Zufallsbegegnung, so wie es aussieht. Wir könnten killen. Crocodiles sind einfacher. Definitiv. Es war nicht so erfolgreich. Ja, dann schlagen wir sie tot. Aber gut, Schaden machen sie nicht viel. Ja, ja, Advanced können sie ruhig. Nochmal Dancing Sword. Und so geht das besser. Alle tot. Alle tot. Alle tot. Pirates Attack. Sag bloß. Okay. Na gut. Ne, das tut schon ein bisschen mehr weh, aber geht auch noch. Okay. Mehr Zauber, Dancing Sword. Okay, die ersten sterben. So wollen wir das haben. Okay, wieder eine Menge Geld. Okay, das haben wir jetzt bis auf den Volcano alles erkundet. Okay, na gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal in den Volcano. Jo, noch ein paar Natives, die wir noch nicht ermordet haben. Ah ja, stimmt ja. Yeah. So. Entschuldigung. Was sind wir hier denn Schönes? Okay. Offensichtlich. A large slab of coral blocks the passage. Sicher. Naja, klar, wir haben ja den Dragon's Tooth behalten. Wir haben da auch die Quest beim letzten Mal gemacht und Crystal King, Gold King. Nee. Aber wir haben doch. Dabei fällt mir nämlich ein, dass ich die Quest, die letzte Quest wollte ich ja nicht machen von dem Lord Hacker wegen Ring of Orquim. Aber wir behalten den Ring doch. Hahaha. Die Quest können wir doch noch machen. Gut, dann das können wir dann also. Dann haben wir wirklich alle Quests gemacht für die Lords. Aber erstmal. Okay, hier kommen wir offensichtlich nicht weiter. Nope. Nee, gut, bitte sehr.
Arch. Erstmal auf die Hiltrolls. Ja, können wir. Halten wir aus. Okay. Sling. Mhm. Discard C. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Hacker-Quest. Oh Gott, wo waren die? B1. Ja. War das hier das Richtige? Ich glaube, yes. Yes. Bring me the ring of Aquam. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Also das wäre dann das einzige Item, was wir nicht behalten. Also machen wir mal Remove 6. Trade Item. So. Well done, Quest complete. Okay. Und wir haben den Ring of Aquam noch. Das heißt, wir traden ihn zurück zu Sin. Item C, Sin Equip D. Okay, haben wir das erledigt. Und jetzt haben wir wieder das gleiche, ne? Was? My brew is complete. Guards, take their items and send them to the pit. What? Oh, wir haben alle unsere Sachen weggenommen, ne? Das ist ja auch toll. Und wir sind Castle Dragadoon, wo wir schon waren, okay. Na gut, das muss ja nicht sein. Da verlieren wir ja alle unsere Items, unter anderem wahrscheinlich auch unsere Quest-Items, die wir dann noch wiederholen müssen. Wieso die anderen Lords haben da einfach wieder mit der ersten Quest angefangen? Okay, Lord Hacker ist ein Arschloch. Okay, merken wir uns. Lade ich mal kurz wieder und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Der blöde Depp. Okay, also Lord Hacker ist ein Penner. Wieso schickt er uns denn nach Dragadoon? Na, gut. Egal, er hat uns unseren Kram weggenommen und das wollen wir nicht haben. Deswegen wollen wir jetzt vorhin. Wir wollen wieder zurück. Na, wo C4 sind wir. Gucken wir mal, ob wir da fertig waren. Nee, wir haben noch die Whispering Woods oder Weeping Woods. Die müssen wir noch machen. The Volcano Erupts. Okay, das macht er offensichtlich manchmal. Jetzt verlieren wir eine ganze Menge Hitpoints. Da würde ich sagen, gehen wir mal kurz. Okay. The Volcano Erupts. Ja, das ist okay. Nö, ne, warte. Sicherheitshalber brauchen wir eigentlich nicht. Aber okay, also Whispering Woods. Mysteries, Weeping Echoes throughout. Okay. Macht das irgendwas? Es piept immer wie blöd. Aber wir verlieren weder Hitpoints noch Spellpoints. Portal of Power. Okay. Nee, wir wollen hier erstmal. Nein, wir wollen hier erstmal noch gucken. Okay, hier weept's mal nicht. Okay, und to surprise you. Naja, ich meine, die dürften ja nichts machen können. Wir sind ja
geschützt vor Mind Attacks und zaubern können sie ja sowieso nicht, weil hier niemand zaubern kann. Also können wir hier einfach ganz fröhlich, ja, da laufen sowieso alle weg. Ja, yeah, cast the spell, whatever. Open Hooks brauchen wir nicht. Das kann man sehen. Okay, das haben wir jetzt alles. Vielleicht gehen wir hier nochmal raus, damit das Gepieper aufhört. Und da gucken wir mal, ob das Portal of Power ist. Yes. Okay. Barbarian Chief, Assassin und Warrior Cat. Okay. Ja, bitte, bitte, bitte. Hier können wir aber zaubern, oder? Ja, können wir. Okay, wir knobeln die Truhe im Dunkeln auf, finden eine Wingmail, fantastisch. Können wir discarden. So, jetzt gucken wir mal, wo. Also erstmal machen wir hier Licht. Und Map Sector E4. Okay, wir sind Fabled Building of Gold. Das offensichtlich jetzt C4 ist. Haben wir da schon irgendwas drüber? Erfahren. Guck gerade mal in meine Zettel. Sehe hier nichts unmittelbar. Ich meine, können wir ja auch, wenn wir hier sind, erforschen wir einfach. Also, wir sind Level 4, okay. Kannst du das bestätigen? 40 Under, ja, okay. Können wir hier rasten. Eieiei, nicht so richtig gut. Mal schnell alle aufwecken. Okay, Versteinerungsmonster ist tot. Ah ja, die waren ja. Ja, Rakshasa, das war scheiße. Die haben Feuer gezaubert, ne? Also machen wir mal. Protection from Fire. Zwischen 4 und 39, das ist auch wieder Wahnsinn. And use this poison, okay. Wow. Wow. Das hilft. Outdoor only. Ist da irgendwas für Indoor? Nicht wirklich.
Brauchen wir. Oh, Moment, Moment, du musst heilen. Heil mal Rusalka. War scheiße, ist weggelaufen, okay. Heilung auf Sinn. Okay, Kram, den wir nicht brauchen. Das kann C. Entgiftung auf Miss Parker. Entgiftung auf Tiamat. Entgiftung auf Rusalka. So, jetzt versuchen wir das mit dem Rasten nochmal. Okay, geht. Gut, na gut, wenn wir schon hier sind. So. Gucken wir uns mal den Raum an. Danger, Dungeon under Construction. Okay, das hat eine gewisse komorige Note. Oh! Wir sind direkt neben einer Leiter rausgekommen. Nee, wir wollen mal gucken. Okay, das ist auch under construction. Okay, ich verstehe, was du meinst. Hier sind alles. Okay. Halbe Wände, die nur von einer Seite existieren, natürlich. Das ja, man baut, wenn man einen Dungeon baut und eine Wand, also jeder ne, Heimwerker kennt das, wenn man eine Wand irgendwo hochzieht, macht man erst die eine Seite der Wand. Dann ist auf der gegenüberliegenden Seite natürlich noch keine Wand. Das heißt, auf der anderen Seite, von der anderen Seite aus gesehen, existiert die Wand noch nicht. Aber dann, wenn man mit der ersten Seite der Wand fertig ist, baut man danach die zweite Seite der Wand. Das ist, glaube ich, völlig normales Vorgehen. Heidewitzka. Na gut, okay. Wir gucken. Ah, Phantom. Können wir hier weglaufen? Nee, können wir nicht. Aber zaubern können wir, ne? Naja, nicht wirklich gut. Phantom war nicht untot, ne? Das waren die Viecher, die klangen wie Untote, aber keine Untoten waren, richtig? Ja. Okay, laufen weg, finde ich gut. Nothing, okay. Okay, hier ist eine Wand, die von dieser Seite durchgängig ist und von der anderen Seite ist sie, hat sie eine Tür. Ja, aber gut, klar, wenn man die Wand nur erst von einer Seite baut, dann baut man natürlich eine Wand mit Tür auch erst von einer Seite, sodass sie auf der anderen Seite weder Wand noch Tür hat. Okay. So, dann mal schauen. Locked. Okay, hier wird's interessant. Hallo. Hier ist niemand. Okay. Na, aber jemand war hinter uns, hat die Tür zugemacht. Deadly Spores, Hydro. Nee, lass mal. Gucken wir erstmal hier alles ab, wo wir so hin können. Schon wieder. Okay. Come on. Ach, das ist gar. Ich habe gedacht, wir sind in Darkness, aber wir sind gar nicht in Darkness. Wir sehen nur einfach nichts, weil wir so weit weg ist. Also weil die nächste Wand so weit weg ist. Oh, ja. 80er Jahre Computergrafik. Sehr schön.
Okay. Mein Ichimirakshasas, okay. Oh, volle. Oh, wow. Okay, Destroyer Wand. Das ist was Neues. Das klingt interessant. Ich schmeiß mal kurz das Small Shield weg. Und gucken. Mal kurz, was die Itemlist über Destroyer Wand. Ich meine, das klingt ja nicht schlecht. Zaubert Disintegration und macht Magieresistenz plus 10. Ist für Archer und für Sorcerer. Und ist ein Accessory, okay. Sehr schön. Du hast keinen Platz mehr. Wenn ich jetzt wüsste, Magieresistenz, wogegen Magieresistenz genau wirkt. Also Feuerresistenz kann ich mir vorstellen. Hast du noch Platz? Du hättest noch Platz, aber ich meine, du kannst Disintegration sowieso zaubern. Aber ich meine, dann lass mal die Wand of Fire erstmal bei Rosalka. Und Disintegration funktioniert ja sowieso nie. Also Trade. Halluzinelle. Item C. Equip D. Okay. Na gut, das war ja alles in allem sehr positiv. Gucken wir mal. Erstmal alles ab. Yeti, Giant Scorpions, naja, wenn es sein muss. So, jetzt haben wir gleich wieder alle vergiftet. Ne, haben wir nicht. Wir müssen eh rasten, also können wir ja mal ein bisschen rauspowern. Natürlich, Poison, war ja klar. Okay. Das ist alles für einen Shotbow. Discard Shotbow. Cast Entgiftung auf Sinn. Okay. Okay. Mehr Räume. Ach du liebe Güte. Gucken, ob Suggestion funktioniert, damit wir das Ding vom Zaubern abhalten. Aber ich oder vom Blas. Vom. Ne, hatte ich mir gedacht. Arch.
26 ist aber noch harmlos. Okay, Great Bow. Great Bow hast du schon. Du auch. Du hast sowieso was Besseres. Der Giant's Bow ist besser. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier bleiben sollten. Okay, das ist der Drachenkorridor. Okay. Meine machen wir Grey Dragon. Okay, mal Cold Beam auf den Grey Dragon. Das ist ihm egal, habe ich befürchtet. So, ein guter Treffer. Haben wir nicht irgendwie. Das war wieder nur für draußen. Das, Protection from Elements vielleicht. Hat immer noch 35 Punkte. Club plus 2 braucht kein Mensch. Discard D, Discard C. Ich glaube, wir sollten mal rasten. Nicht gut. Weck mal alle auf. Holy Word. Sehr gut. Quatsch. Search. Oh, Fire Shield. Das klingt. Ist wahrscheinlich wie das Elektroschild. Besseres. Also, ne? Resistance-Ding. Fire Shield. Fire Resistance plus 20 und Rüstungsklasse 5. Das Elektrum-Schild, was du hast, Electric Shield, macht das gleiche, nur mit Electricity. Dann könnten wir eventuell überlegen, ob wir Miss Parker nicht auch eine Dings geben wollen. Eine einhändige Waffe und ein Schild. Sin, kann Sin eventuell damit umgehen? Ja, Sin könnte damit umgehen. Die hat ein Large Shield. Das Large Shield plus 2 macht 4. Also wäre das eine Verbesserung. Also, okay. Remove. Du hast ja jetzt Rüstungsklasse 16. Nix ist ja egal. Gib hier das Large Shield weg. Trade. Sin Item Fire Shield Equip Fire Shield. Jo. Und dann kannst du oder mal du
Oh, du hast schon ein Fallschild. Guck an, hatten wir sogar schon. Okay, muss ich schon irgendwann mal gefunden haben. Dann können wir das Leitschild wegschmeißen hier. Okay, also ich habe so den Eindruck. Okay, hat funktioniert. Hier wird irgendwas sein. Okay, es sind immer nur drei, das ist fair. Also. Okay, das könnte man machen. Ja, wir probieren nochmal Disintegration. Okay, 7, 3, Protection from Elements, wird wahrscheinlich, ach du liebe Scheiße. Divine Intervention. Okay, das ist guter Zauber. Macht uns komplett, stellt uns komplett wieder her. Und zwar alle auf einmal. Das ist ein guter Zauber. Den haben wir, den brauchen wir jetzt auch. So, dann probieren wir. Cold Beam wird auch nichts drin. Finger of Death wird. Nein, natürlich nicht. Kill it. Leather plus 2, Spare plus 1, können weg. Discard C, Discard C. Heilung auf die Halluzinelle. Ja, okay. Ich nehme an, die Drachen wären auch immer schwieriger. Nehmen wir an, Silver und Gold sind schwieriger. Okay. Also, hat ja alles nicht so viel gebracht. Oh, Dancing Sword, wie hilft das? Das macht vollen Schaden, okay. Probieren wir Freeze, ne? Nope. 76, wow. 152, okay. Divine Intervention, bitte. Dancing Sword macht Schaden. Gottes Willen. Wow. Spell failed.
Der kann failen, das ist ein Problem. Okay, er ist aber tot. 22, okay. Und wir finden nicht mal was. Okay, ich nehme an, der nächste Schritt, da passiert noch mal was. Können wir irgendwie, okay, wir haben Unconscious and Dead. Okay, aber unser Paladin lebt noch. Du kannst also mal heilen auf Grace. Grace ist jetzt wieder da. Das heißt, Grace könnte jetzt... So, wieso hat die Divine Intervention nicht funktioniert? Steht da irgendwas in der Beschreibung? It succeeds with supernatural forces to install all characters' hit points and remove all undesirable conditions, except eradicated. Okay. Hat wir vielleicht nicht mehr genug Spellpoints? Nee, haben wir noch. Haben wir nicht mehr genug Gems? Nee, haben wir noch. Okay, na gut, dann machen wir einfach. Ist ein Combat Only? Aha. Na, das ist ja ein Unsinn. Das heißt, wir müssen jetzt... mit Raise Dead arbeiten. Der übrigens eine Small Chance hat zu failen und dann den Charakter zu eradicaten. Das ist ja auch gut zu wissen. Okay, na gut. Also, Raise Dead hat funktioniert. Raise Dead hat funktioniert. Okay, dann jetzt nochmal Heilung auf Sinn. Heilung auf Rosaka. Heilung auf die Halluzinelle. Okay, so, was hat uns das Ganze gebracht? Wow. The wall is painted in a black and white checkered pattern. Dafür haben wir das gemacht, okay. Ah, dafür haben wir das gemacht. White Queen Idol. Ja, wir haben das Black Queen Idol. Ja, ja, das... Wir sind hier in einem Schachspiel und wir haben... Ich hatte vermutet, dass B-Queen-Idol, Black-Queen-Idol ist, dann ist W-Queen. Das ist schön. Dann haben wir jetzt zwei Damen. Passt ja. Ich meine, wir haben sowieso schon 6, jetzt haben wir noch 2 mehr. Lustig. Also, wo ist... Ich krieg mal einen Zettel. Vier Black and White Checkered Room. W Queen. Also, okay, dann fehlen uns jetzt nur noch, wie viel? 8, 16. Fehlen uns nur noch 30 weitere Figuren, dann können wir Schach spielen. War ein Bullshit. Okay, haben wir das jetzt eingesteckt? Ja, wer hat denn das andere? Du, Vorfunkers. Trade. Von Grace. Item C. Okay, können wir hier wieder raus, ohne dass die Drachen wiederkommen? Können wir. Okay, das war... Okay. Ich würde sagen, das reicht hin für heute. Wir haben einen Teil von diesem Level erkundet und... ein
vermeintlich wichtigen Gegenstand gefunden, dann würde ich sagen, erkunden wir beim nächsten Mal einfach den Rest vom Dungeon und von dem Building. Obwohl das ja das Dungeon ist. Also wir sind ja hier im Dungeon gerade. Also wir erkunden weiter das Dungeon und klettern dann rauf und erkunden das Building. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Mighty Magic Book One. Bis dahin. Tschüss.